Willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Letzte Folge abrupt mit einem Anruf beendet. Ist aber nicht so dramatisch, glaube ich mal. War gar nicht so der falsche Moment, in dem das passiert ist. Denn wir wollen hier diese eine Stelle finden, wo der Typ da seinen Ring verloren hat. Und das finden wir wohl hier drüben irgendwo. Gucken wir mal hier. Die Grasa. Jupp, einmal hier durchscannen. Vielleicht finden wir hier irgendwo was. Ah, das sieht doch gut aus hier. Das sieht doch gut aus. Diese Spur markieren wir. Wunderbar. So, wollen wir gleich mal weitermachen. Oh, 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 oh. Ihr habt ja rein gar nichts gesehen. Ich bin gar nicht da. Braucht ihr auch gar nicht so blöd gucken, ihr Lieben. Irgendwie finde ich dich niedlich. Kann ich dich mal knuddeln? Du hast so ein bisschen die Aufmerksamkeitsspanne eines Tyrannosaurus. Hi. Dirk. Okay. So einfach geht das. Einmal hier links, rechts auf die... Aha, hier haben wir ein Wildschwein. Hallo Wildschwein. Und der verlorene Ring, perfekt. Ja, das ist Tynes Ring. Definitiv. Riecht man doch schon. Tja. Dann wollen wir auch gleich mal weiter mit den Aufträgen machen. Aufträge. Den einen haben wir jetzt. Jagdglück. Was hatten wir? Jagdglück? Jagdglück haben wir fertig. So, Vorratsengpässe bringen Signalpfeile zu Ohren. Das klingt auch ganz gut. Wo müssen wir denn dafür hin? Ah, wir müssen da ganz nach Süden. Oh. Jawohl. Achso, genau, das ist ganz gut. Hier war ja irgendwo, genau, hier war dieser Dödödödödüm. Ich renne im Kreis, Typi. Und vielleicht müssen wir mal schauen. Hier gab es doch auch noch diese Jägerhütte. War das nicht hier sogar? Hier war irgendwie noch so eine Höhle. Ah ne, hier war das. Nora Jagdgebiet. Und hier oben haben wir noch eine verdorbene Zone, Stufe 50. Und hier haben wir noch mehr verdorbene Zonen. Das ist ja mal interessant. Sozusagen so eine Art instanzierte Gebiete oder sowas. Da haben wir hier auch so eine. Das klingt echt interessant. Dann schnappen wir uns mal unser kleines Lauftierchen. Da müssen wir aufpassen, weil ich weiß ganz genau, hier befindet sich wieder so ein Säbelzahn. In der Ecke. Dann müssen wir hier mal runterstratzen irgendwie. Wir könnten natürlich auch... Hahaha, na klar, wir können natürlich auch... den Weg hier oben gehen, wieder so einen kleinen Umweg machen und hoffen, dass wir dabei nicht drauf gehen. Das klingt gut. Genau das machen wir auch. So, erstmal auf deinen Rücken. So, jetzt wollen wir erstmal in Richtung Dorf gehen. Über den Fluss, die zweite nach links, beziehungsweise die erste nach links. Nee, doch, die zweite nach links. Oder hinterm Fluss, die erste links. Okay, das ist gut. Moment, wir sind doch schon hinterm Fluss. Achso, nee, wir gehen jetzt zweimal über den Fluss. Alles klar. Einmal Fluss Nummer 1. Das ist hier entlang. Oh, hoppla. Tier verwundet. Hoffentlich hat das die, wie heißen die gleich? Diese Jagdtypen. Ja, chill, chill, chill. Sind genauso schnell wie wir. So, die erste nach links war das. Hier sind wir noch nicht. Das sieht gut aus. Immer schön X drücken. Das ist es.
Hier war der Weg. Perfekt. So, dann kommen wir hier hoch. Hier entlang. Und dann kommen wir hier nämlich links runter. Eigentlich, wenn wir hier sind, könnten wir eigentlich auch direkt losreisen. Egal. Ja, gut. So viel zum Thema. Sägezähne und so. Das erste, was ich sehe, ist ein Sägezahn. Perfekt. Oh, egal. Ab durchs Wasser. Oh, da kommst du nicht durch. Ist ja doof. Dann geht's halt eben hier lang. Nichts Dramatisches. Haben wir hier sonst noch irgendwelche Sägezähne oder so? Ne, es sind nur Graser. Graser sind... naja. Lächerlich. Naja, bleib mal geschmeidig. 100 Meter in diese Richtung. Schön. Ich glaube, wir sind da. Wildtier, sehr gut. So, was wollen wir denn hier überhaupt nochmal? Ah ja, wir wollen Signalpfeile rüberbringen. Das heißt, wir müssen hier lang. Ah, da hätten wir sowieso nicht hingekonnt. Aber hier so ein bisschen rumklettern müssen. Ja, sieht man hier. Hopp, hopp. Ich kann mich entspannen. Sauber. Ich glaube, wir waren hier schon mal, oder? Oder kommt mir das nur so vor? So, wo ist denn der nächste Weg? Ah, hier. Hopp. Einmal hier drüber auf dem Seil. Ich finde es auch ziemlich cool, dass man hier diese Seile immer so sieht. Und hoch da. Und da sind wir auch schon. Hi, grüß dich. Oh, Kiste. Nehmen wir gleich mal alles mit. Du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß, ich bin jung, nicht blöd. Falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Schön. Gut, damit haben wir auch diesen Auftrag hier erledigt. Jetzt könnten wir da eigentlich rüber, aber wir haben noch ein bisschen mehr Quests. Aufträge. So. Haben wir Vorratsengpässe? Haben wir jetzt gemacht? So, haben wir. Dann finden vermisste Kriegerin Teufelsdurst. Dann müssen wir schauen, wo wir dahin. Ah jo, das ist ja auch direkt um die Ecke. Ist auch noch nicht so gefährlich, dieser Weg. Ne, das kennen wir hier echt gut. Perfekt. Na dann. Wollen wir uns hier mal abseilen? Yay! Das sieht immer so gefährlich aus, finde ich. Aber läuft schon. Also. Vorsicht da unten. Und abwärts. Super. Das ist somit einer der letzten Sidequests hier, die wir jetzt noch machen, glaube ich. Ich würde dann ganz gerne nochmal zum Jägerlager, einfach um nochmal die Erfahrungspunkte zu bekommen. So, geht's hier lang. Und wie gesagt, zum Glück ist das in dem Gebiet, wo wir jetzt hinkommen, nicht ganz so problematisch. Da haben wir hier auch diesen Langhals, das war dieses wunderschöne Gebiet, wo wir ziemlich weit am Anfang waren. Der wird nicht mal merken, dass ich angreife. So, wir sehen bestimmt hier gleich. Erledige die Sägezähne. Ist nicht euer Ernst. Stufe
15. Stufe 15. Das sind zwei Stück. Schwäche gegen Feuer. Moment. Wir wissen jetzt, dass ich hier bin. Hoppla, hi, ist dich. Oh, es geht schon wieder los. Das wird so oft, das wird so überhaupt nicht funktionieren. Es sagt doch. Au, wo sind denn? Wee. Wow. Roll, roll, roll. Hier war doch gerade eben noch irgendwo einer. Boah, ich sehe hier auch gerade überhaupt nichts. Kann ich hier irgendwo hoch? Oder dergleichen? Ich muss hier irgendwo eine höhere Position erreichen. Würde mir unglaublich viel bringen. Oh Gott. Sind die... Boah. Sie haben aufgehört, mich zu verfolgen. Meine Fresse. Ich hasse Sägezähne. Ich muss mir irgendwie was gegen die erlauben. Ich glaube, die haben meinen... Meinen Roboter zerstört oder so. Meinen wunderschönen Läufer. Diese Säcke. Aber andererseits... Genau, kann ich sicherlich mir auch meine kleine Armee aus Helfern zusammenschrauben. Oh, super. Unser hat gewonnen. Gut. Okay, da kommt noch was. Die Frage ist nur was. Oh, das sind die Sägezähne, die da gerade eben voll aggro werden. Und ich stehe hier definitiv an der falschen Ecke. So, krall dir das mal. Ich muss hier irgendeinen Weg hochfinden oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall eine höhere Position. Aber zur Not hier einfach so ein Hinterhalt-Ding. Auf jeden Fall irgendwas, wo die nicht einfach so drankommen. Das wäre schon ganz sinnvoll. Schade. Ich dachte schon, ich hätte da was gefunden. War aber leider nicht so. Aber wie ist damit hier? Das sieht gut aus. Irgendwie so ein Stück weit. Gehen wir mal hier lang. Ah, das ist perfekt. So nahezu perfekt. Perfekter wäre natürlich noch ein bisschen was anderes. Ich könnte zum Beispiel... Nee, ich sehe hier nichts. Ach toll. Ganz, ganz toll. Komme ich auch nicht durch wieder. Na gut, andererseits könnte ich hier mal auf den Pfeil wechseln und könnte mal gucken, ob ich hier irgendwas anvisiert bekomme, weil wenn dieser lohe Behälter unter denen, deren Schwachstelle ist, dann kriege ich den sicherlich auch erwischt.
wenn der Fall nicht einfach so in der Luft stecken bleiben würde. Gut, so viel zu diesem Thema. Zu dem Aspekt, gute Idee, schlechte Umsetzung. Spiel meint, Nein sagen zu müssen. Okay, vielleicht habe ich von hier einen besseren Blick. Okay, das wäre vielleicht der Moment gewesen, aber nur vielleicht. Probieren wir es mal jetzt. Geil. Ist ein Anfang. Definitiv, aber wir versuchen es dann doch mit dem Feuerfallen. Hi. Na, kommst du hier hoch oder was? Oh, geht nicht. Das tut mir aber leid. Ich find's gut. Also ich find's unglaublich gut, dass die es gerade nicht gebacken bekommen, mich hier oben zu finden. KI ausgetrickst. Sweet. Ach, da oben sind sie. Oh, was stapft denn da hinten rum? Ist das jetzt ein Freund oder denn ein Feind? Ich glaube eher, das ist ein Feind diesmal. Das ist nicht so gut. Blöd. Ganz blöd. So, die machen immer noch eine auf Alarmbereitschaft. Oh mein Gott. Er hat mich gesehen. Was soll ich denn dagegen tun? Jetzt reicht sie aber langsam. So. Einfaches Ding hier. Gibt's ja wohl nicht. Braucht gar nicht so tun, als ob. Das ändert trotzdem nichts an der Sache, dass diese, dass unsere fetten Freunde da unterwegs sind. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ich dachte gerade, was ist das für ein komisches Geräusch? Aber klar, hier läuft ja immer noch der Dingens rum. Der Langhals. Okay, da hinten sind unsere kleinen Freunde. Die suchen mich. Ach, jetzt ist es erst soweit, dass die sagen, yada yada, I don't get it. Wo könnte die denn hin sein? Die werde ich nie mehr los. Aber ich könnte natürlich auch versuchen, die in den Hinterhalt zu locken. Indem ich einfach mal wirklich eine Falle baue. So, damit habe ich zumindest schon mal eine erledigt. Und dann, nochmal richtig kacke, baue ich nochmal von da nach da eine. Damit ich mir so richtig dreist einen Schuss erlauben kann. So, wir probieren es. Oh, da war der Lohbehälter. Ich habe ihn ganz genau gesehen.
Keine Warnung. So, er sucht nur, aber er findet mich nicht. Das macht die Sache noch tausendmal angenehmer. Und hier kommt der Schuss. What the? Haha, erwischt. Und? Das lief ganz gut soweit bisher. Das hat mich doch echt unglaublich gefreut, dieser Schlag. Doof ist natürlich nur, dass das wieder unglaublich an meinen Lebenspunkten genagt hat. Aber ansonsten haben wir ihn schon ganz gut runtergeprügelt. Und zwar weit genug, dass ich doch glatt... Oh oh. Nochmal so eine Falle stelle. Klonk. Schön leise. Klonk. Und gleich nochmal. Oh oh, der hat mich. Oh, komm noch her. Du weißt doch, wo ich bin. Komm her, mal Bubi. Komm her. Wenn du nicht willst, dann ist noch ein anderer. Ah, das ist ein bisschen zu weit anscheinend für die. Okay, das macht überhaupt nichts. Wir haben genügend Stuff, um nochmal solche Stolperpfeile herstellen zu können. Genau das werde ich hier jetzt auch nochmal tun. Weil das hat unglaublich viel gebracht. Nee, das war doof. Die waren definitiv zu weit auseinander. Jetzt aber nicht. Und zwei haben echt noch mehr gebracht als einer. Weshalb ich hier jetzt mich selber... Okay, mich selber erwischen die Dinger nicht. Das ist praktisch. So. Wo war er? Achso, der hat mich doch nicht erwischt. Dann wollen wir hier auch nochmal ein paar Feuerpfeile herstellen. Denn wir haben da unten immer noch diese zwei. Dann los. Und genau du bist es, den ich haben will als erstes. Es passiert nichts. Na gut, dann gehen wir doch zum anderen. Hier gerade einen auf dicke Hose gemacht. Komm noch mal ran hier. Boing. Sehr schön. Kritischer Treffer und komm noch ein. Oh, guck mal hier. Noch eine Falle. Hast du die schon gesehen? Boing.
Der erste ist down. Weg, 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 weg. Puh. Wunderbar. Den ersten habe ich. Der zweite sucht mich noch. Schön auf die Stolperfalle, denn du bist jetzt mein nächstes Opfer, das weißt du ganz genau. Ach, zu weit entfernt, so ein Mist. Ja, komm, dahin und dann von dorthin. Dorthin ist es gut. Falle Nummer 1. Falle Nummer 2. Und Falle Nummer 3. Gleich nochmal wieder 6 Stück erstellen und jetzt gibt's Saures, mein Freund. Glaubst mir nicht? Dann komm ein Stück näher. Oh, weia, wen haben wir denn da? Ist das nicht mein lieber Freund? Hm? Mein kleiner Burzel? Hier, guck mal, hab sogar noch Feuerpfeile für dich. Boah, gibt's ja nicht. Boing. Und? Kreta-Schütze-Treffer Nummer 1. Und guck mal hier. Hoppla, der zweite. Ups, 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 ups. Das, oh, das tut, das tut mir jetzt aber leid. So. Können wir wieder raus? Schön, um mit dir, schön mit dir geredet zu haben. Das lief doch jetzt endlich mal super. Jetzt habe ich endlich eine Methode gefunden, wie ich diese ollen fetten Viecher platt mache. Zersprengerpfeil ist auch ziemlich gut. So, ausgezeichnet. Mensch! Dann wollen wir hier den auch nochmal ganz kurz looten, wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier einmal durchzulooten. Was haben wir da? Da drüben liegt auch noch irgendwas. Okay, komm, was haben wir da? Alte Trümmer. Na gut, gucken wir doch mal, was diese alten Trümmer beinhalten. Metallauge, alter Ring. Ein altertümlicher Ring. Ja, das wäre mal schön gewesen. Oh, was haben wir denn hier? Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Schön. So, die nächste Aufgabe endlich mal erledigt. Oh, was haben wir da? Da haben wir doch irgendwas. So, erste Verfassung, erster Verfassungszusatz und das Virtuelle. Okay, das, schauen wir uns doch mal ganz kurz an. Datenpunkt. Was haben wir hier? Dim, dim, dim. Ups, das wollte ich nicht. Hologramm-Datenpunkt, das war es nicht. Was haben wir hier? Ah, da haben wir den neuen. Erster Verfassungszusatz und das virtuelle. Partielle Datenbeschädigung. 29. April 2063. Letzte Woche wurde in einem der größten abgestimmten Polizeieinsätze der Geschichte der USA die Wohnung von mehr als 700 Privatpersonen durchsucht. Mehr als 500 Verhaftungen wegen aufrührerischer kriminellen Verhaltens durch die Nutzung privater Informationsprozesse war die Folge.
Wer in den letzten 9 Jahren aufgepasst hat, weiß, dass hinter diesem juristischen Wortsalat versteckt die verhafteten Personen werden beschuldigt, an einer virtuellen Kundgebung gegen die Unternehmenshoheit teilgenommen zu haben. Dieses Mal im Holonetz Hauptquartier von Sterling Malkeed. Mit anzusehen, wie 500 Personen, viele von ihnen blutend und ängstlich, von Polizei-SWAT-Bots aus ihren Häusern geholt werden, ist verständlicherweise und zu Recht für viele Menschen ein schreckliches Erlebnis. Aber es ist nichts Neues. Schon 2054, als es wegen der Besetzung von Metallurgic Internationals holographischen Kundendienst zum ersten Verhaftungswelle von virtuellen Protesten ankam, debattierten Expertengerichte darüber, ob das Internet als öffentlicher Raum anzusehen ist, in dem friedliche Versammlungen rechtlich zulässig sind. Die Gesetzgebung hat für den Fortschritt des Holonets ganz einfach nicht Schritt. Leute, lesen, ne? Die Gesetzgebung hat mit den Fortschritten des Holonetzes ganz einfach nicht Schritt gehalten. Und das ist kein Versehen. Es dient dem Interessen von Sterling Malkeed, Metallurgic und ihresgleichen, die Hololandschaft nach ihren Gutdünken zu nutzen. Nicht als öffentlichen Raum, sondern mit den Worten des von Metallurgic unterstützten Senator Gerald O'Neill, als eine Anordnung von Informationsprozessen, die in Privatbesitz sind. Derselbe O'Neill Daten beschädigt. Derp. Okay. Also wir lernen hier auch einiges über das Leben in der Zukunft, was ich unglaublich cool finde, muss ich gestehen. Aber ich gucke jetzt nochmal an dieser Stelle, wo uns die nächsten Aufträge und so weiter hinführen. 290. Jagen für die Loge. Besteht 3 Prüfungen. Da können wir mal gucken, ob das zufällig der gleiche. Ja, perfekt. Das ist genau this Jagdground, an dem wir sowieso jagen mussten im letzten Gebiet. Das finde ich super. Das heißt also, wir bewegen uns jetzt wieder nach dort unten und vor allem werden wir uns wieder einen Läufer ergattern. Das heißt, wir müssen hier zu diesem Läuferareal rüberlaufen. Schauen wir mal, ob wir hier plus 19% Schaden. Das ist eigentlich echt krass. Okay, kleinen Moment. Wir werden hier nochmal ein bisschen was verbessern. Fertigkeiten, Notizbuch, wir wollen das mal herstellen. Genau, Munition, Trägerkapazität. Wir wollen hier nochmal ein bisschen Modifikationsbeutel vergrößern, bin ich der Meinung. Damit wir die Dinger hier auch gleich noch mitnehmen können. Weil wenn wir hier schon von diesen Viechern die Modifikationen bekommen, dann sollten wir die auch gleich mitnehmen. Jo. Ich werde mir jetzt noch einen Läufer irgendwie ergattern und auf dem Weg dorthin mir gegebenenfalls auch noch wieder ein bisschen meine Reserven aufstocken. Herstellen, Fein und Tränke, Gesundheitstrank, das klingt gut. Da können wir auch nochmal 2 Stück herstellen. Oh, leider nur ein. Auch nicht schlecht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Horizon Zero Dawn. Danke fürs Zuschauen. Ja, hallo. Hallo. Hi, du da. Komm mal näher. Ja, feiner Junge. Oder Mädchen. Weiß gar nicht, was genau seid ihr denn eigentlich? Was auch immer ihr seid. Ihr seid jetzt meins. Boing. Ciao.